Jetzt. Hallo, meine Freunde der Freiheit. Was haben wir Schönes? Seht ihr schon, wir waren hier auf unserem, darf man das überhaupt sagen, Deutschland? Polenmarkt des Vertrauens. Bei unserem Lieblingshändler. Haben ein bisschen rumgefeilscht und ganz neue Messer erbeutet. Zuerst mal das. Ja? Karamid-Style. Kann man das schön erkennen? Schön mal ranzoomen. Ich habe festgestellt, das ist dann etwas besser zu erkennen. So, ne, Freunde? Dass wir so Carbon-Optik darstellen, aber ich bezweifle, ob das richtiges Carbon ist. Das wird nur bedruckt sein. Was mir hier gefallen hat, im Gegensatz zu dem, hier dein Unterschied, der Ring hier, da ist nochmal ein extra Ring dazwischen gesetzt zur Stabilisierung mit Schraube. Und hier ist das halt so offen. Ne? Sieht irgendwie deswegen ein bisschen massiver aus, aber wenn man das jetzt nochmal ranhält, das muss nicht unbedingt Metall sein. Klingt komisch mit dem Fingernagel. Aber außen ist jedenfalls hier schön Metall, natürlich. Gürtelclip, ja doch, der ist gar nicht mal so straff. Das bekommt da in die Hosentasche. Naja, kannst du ja schön rumwirbeln. Naja, gut. Klinge scheint mir jetzt bestimmt noch im Rahmen zu sein und nicht zu groß. Aber ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt hätte mitnehmen dürfen. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir jetzt auch deswegen verhaftet, weiß ich nicht. Schöne Schräubchen. Ne? Torx. Einwandfrei. Hier hinten, das ist auch Torx. Also man kann das Ding komplett zerlegen. Das Firmenzeichen kannte ich noch gar nicht. Da muss ich auch nochmal googeln. DA46 steht hier unten drauf. Könnte vielleicht die Stahlsorte sein. Die kommt mir hier so ein bisschen mattiert vor. So gräulich. Also das Style sieht irgendwie so aus, was weiß ich jetzt hier. Aus irgendeinem Alien-Film oder irgendwas. Da könnte das gut hinpassen. No. Was noch wichtig ist, der Gürtelclip lässt sich auch auf die andere Seite setzen. Und also ihr könnt ihn tauschen, das ist vorgesehen. Ja, ja. No. Einwandfrei, feine Sache. Nicht zu schwer. Verriegelung. Gut, testen wir mal. Hier, geht leicht. Zack, ist doch eine ganz feine Sache. Wie ihr es kennt, die Feder wird einfach zack. No. Und hoch im Style, wenn es dann so hängt oder... Ich würde sagen, einfach mal schönes Messer. Da haben wir uns bald drum gerissen in der Truppe. Das haben mehrere von uns gekauft. Schön wegen dem Holzgriff. Hinterher haben wir gerätselt, was das heißen soll. Ich habe es immer noch nicht gegoogelt. Die Respina. Na, falls ihr da weiß, kann das reinschreiben. Wir zoomen mal auch mal schön rein. Siehst du es gut? Kameramann? Einwandfreie Optik, ne? Cooles Style. Wie gesagt, hier hinten, der Ring ist hier offen und wenn man dann jetzt mal so ein bisschen drückt, ne, das ist so ganz stabil ist das nicht, hat mir hier dann bei dem anderen besser gefallen. Aber dafür schöne Holzoptik, das mag ich immer. Das ist auch so schön, das ist nicht gelasert, ich würde sagen, das ist rein gefräst. Also schon ein bisschen mit mehr Aufwand, deswegen war das auch ein bisschen teurer. Das hier oben ist ein Gurtschneider, könnt ihr auch schön sehen, ne? Der hat aber so ganz leichte Kerben drin. Ich weiß nicht, ob das Original so sein soll. Er sieht ein bisschen symmetrisch aus. In der Mitte so eine kleine Kerbe drin. Hier unten so. Ich habe das auch noch nicht getestet, ob sich da der Gurt schneiden lässt. Ich weiß es nicht. Schön wirbeln, ne? Dabei hat sich dann einer schon mal fett in die Hand gespickt. Aber deswegen lassen wir es jetzt mal. Ansonsten... Stabile Ausführung, also die Klingen wackeln bei denen gar nicht. Also selbst wenn, einfach mal fester schrauben oder eine ganz kleine Plastikscheibe dazwischen legen und dann sitzt auch ein Billigmesser bombig wie Sau. Also da muss man auch nicht immer maulen und meckern. Ich meine für den Preis, was hat das gekostet? Über 10 Euro? Ich glaube die waren über 10 Euro. Das zum Beispiel hat bloß 3 Euro gekostet, ne? Genau, also da kommen wir später dazu. Deswegen, ich finde es gut, dass du richtig fettes Metall rüberdrücken, geht etwas schwerer als wie das. Hier ist die Feder bloß ein dünner Stahlstreifen. Oh, dazwischen hier ist eine Feder drin. Dünner Stahlstreifen. Währenddessen hier die Feder auch gleichzeitig ein Stück des Rahmens darstellt. Also ihr müsst euch das mal genau angucken.
Hier, zack, das ist die Feder, die ich meine. No. Rüberdrücken, einklappen, riesen fetter Daumenpin dran. Hier nicht. Also lässt sich auch super leicht öffnen. Also ich will es auch nicht. Das ist ein saugefährliches Teil. Also auf Arbeit kann man es vielleicht nutzen, um Pakete aufzuschlitzen. Das macht sich wirklich wunderbar. No. Also, mir hat es gefallen wegen dem Holzteil. Gürtelclip auch dran. Oh, der ist etwas straffer. Hier ist nochmal dieser Firmenname. Ich muss das irgendwie nochmal ganz doll googeln. Keine Zeit gehabt für nichts. Und hier steht auch wirklich drauf, ist irgendwie Knives USA. Ich weiß nicht, ob das andere Symbol Made bedeuten soll. Ich glaube eher aber nicht. Wahrscheinlich heißt das bloß, dass die Idee direkt in den USA von den Chinesen geklaut wurde. Ne? So funktioniert es doch meistens bei den Messern. Jo, und dann dieses kleine hier. Wie gesagt, 3 Euro. Ein schöner Stahl, W49 steht drauf. Denke ich mir mal. Geschwärzte Klinge. Diese Optik setzt sich hier fort. Schwarz und Stahl, würde ich mal behaupten. Schöne Torx-Schräubchen. Ja, Klinge. Naja, nicht ganz bombenfest. Aber ich würde sagen, einfach mal diese Schraube nachziehen. Haben wir eben da Schraubendreher, griffbereit. Mangelnde Vorbereitung wieder mal. So. Sogar die richtige Größe. Ja, es lässt sich nachziehen. Hier einfach mal das Schräubchen ein bisschen nachgezogen. Ihr seht, und schon wackelt überhaupt nichts mehr bei diesem Messer. So top. Einklappen geht wahrscheinlich jetzt, ja, schön schwer und straff. Und wie ihr seht, eine Rückenfeder drin, die kommt hier oben raus, wenn man es umklappt. Und dadurch, jetzt seht ihr das nochmal, hier oben diese Rückenfeder, ja, hier oben drauf, schnappt zusammen. Aber ich weiß nicht, das ist hier dieses Oldschool-Taschenmesser, wo die immer stark behaupten, das hier unten soll wohl für die Fangriemenöse darstellen. Und das hier unten könnte ein Flaschenöffner sein. Für eure Bierflasche, ne? Also, naja, jeder macht es überhaupt so, ist doch, ne? Ja, müsste man austesten, ob es geht. Macht aber Kratzer. Ich denke mal, das Ding kommt eh in die Vitrine. Und kommt zur Sammlung, aber an die Wand, keine Ahnung. Hier oben, das soll wohl der Nagelhieb sein zum Öffnen und Schließen, aber ich fasse lieber richtig an. Ich habe keinen Bock da abzurutschen. Ja, man klemmt sich den Nagel ein. Nee, danke. Also, schwarze Klinge ist oben wieder was anderes. Wird wahrscheinlich bei der Nutzung zerkratzen. Aber wie man das wieder schwärzt, habe ich aber gezeigt. Wobei ich aber stark behaupten würde, ist wahrscheinlich ob es Farbe. Ja, aber wie gesagt, Mensch, Leute, 3 Euro. Ne? Was wird denn da verlangen, Mensch? Da macht hier unser eins nicht mal frühst das Auge auf, um zur Arbeit zu gehen für 3 Euro. Und ich will nicht wissen, wie lange man dann an so einem Teil sitzt, der arme Chinesenjunge. Ne? So, jetzt zu diesem Messer. Von einem ganz ähnlichen Machart habe ich schon zwei. Hier oben ist eine kleine Verriegelung drauf. Also es geht in der Hosentasche nicht alleine auf. Könnt ihr drücken. Verriegelung, zack, nach hinten. Schnipst auf. Das schnipst, das ist aber bei allen dieser Art ähnlich. Das Ding schnipst so stark auf, dass du das Gefühl hast, dir fällt gleich das Messer aus der Hand. So stark ist diese Feder, also wirklich sehr kräftig. Es ist klein, schaut es euch an hier. Naja, es ist trotzdem ein verriegeltes Springmesser. Also mitnehmen würde ich es auch. Niemals nicht mit rausnehmen, Leute. Es macht nur Probleme. Aber nehmt euch ein Cuttermesser mit so einem langen Teil vorne dran. Ne? Und das dürft ihr dann wahrscheinlich bei euch haben. Ich habe doch keine Ahnung. Jedenfalls weiter im Text. Dieses Firmensymbol, das soll irgendwie ein Tier darstellen. Ich habe noch nicht rausgekriegt, welches. Irgendwas mit 4 Beinen und Schwänzchen. Ranzoomen, bitteschön. Ne? Könnt ihr ja mal nachgoogeln. Also ich würde sagen, die könnt ihr nehmen. Das Ding, Mensch, ich glaube. 10 Euro oder so? Oh, 9? Ach, ich habe keine Ahnung. Es war so billig, ich habe gleich mitgenommen. Kreuzschrauben. Ja, das findet man auch noch selten heutzutage. Der Rest hier mit Torx. Schärfe habe ich noch nicht getestet gehabt. Schärfe, so irgendwie. Naja. Na doch. Man kann kleine Stückchen absäbeln, das ist auch nicht oft. Aber es geht doch nicht besonders leicht durch.
Oh, na gut, okay. Und das. Ah, die sind scharf. Also da kann man. Oh, das ist richtig scharf. Freunde, ohne Druck, nur durchziehen. Guckt euch mal die Streifchen an. Seht das richtig? Ranzoomen, bitte schön. Guckt euch das mal an. Das macht richtig Spaß. Hier kann man Streifchen abschneiden. Leute, das Ding ist eine Rasierklinge. 3 Euro, sage ich nochmal. Ne? Fohlenmarkt. So. Was kommt noch dazu? Kleiner Tipp für den Polenmarkt. Ja, das kommt auch noch dazu. Kleiner Tipp für den Polenmarkt. Wenn man da einen Laser kaufen möchte, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt ihn kaufen darf. Fiktiv gesehen, wenn man einen Laser kaufen möchte, guckt bitte weiter hinten auf dem Polenmarkt. Vorne hat derselbe 5 Euro gekostet und 2 Stände weiter 3 Euro. Also ich sag's bloß nochmal. Guckt, was er kauft, wo er kauft und erstmal eine Runde drehen und dann wieder nach vorne gehen. Ne? So, ja, bei dem Messer war ich gewesen. Also, da ich schon ein paar von diesen Messern besitze, wusste ich, dass diese Verriegelung im geschlossenen und offenen Zustand verriegelt. Hat's nicht gemacht. Ich konnte es zwar sichern in der Hosentasche. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Da ist kaputt gemacht. Doch, jetzt geht's. Also, falsche Stellung des Säbelchens gewesen. Ich konnte es zwar in der Hosentasche sichern, aber nicht im offenen Zustand. Jetzt ist es gesichert. Es klappt nicht ein. Ne? Ich kann hier auch drücken wie ein Weltmeister. Mit dem Messer könnt ihr nichts abstechen, weil es würde wahrscheinlich einklappen und euch mordsmäßig die Fingerchen zerschneiden. Also deswegen ist ja auch ein Taschenmesser erlaubt, weil es eigentlich in erster Linie keine Mordwaffe ist. Ne, Freunde? Also ich glaube, mit so einem kleinen Dingelchen wird keiner was sagen, wenn er damit auf der Arbeit Verpackung aufschlitzen wollte. Dafür ist es eine wunderbare Sache. Aber passt auf, nicht auf harte Gegenstände. Baff, es klappt ein, ne? Freunde, sage ich euch bloß nochmal. Ich kenne es von mir selber. So, wie gesagt, dieses Messer verriegelt sozusagen in offener Stellung. Deswegen wird so ein Teil, vermute ich mal, genau weiß ich jetzt auch nicht, verboten sein. Aber die Hosentaschen ist groß. Man muss auch erstmal kontrolliert werden, aus irgendeinem Grund. So, ich wurde noch niemals nicht auf Taschenmesser untersucht und noch niemals nicht auf Schallschusswaffen untersucht auf offener Straße. Wenn das jemandem passiert, hat das immer irgendwas zu sagen, warum, wieso und weshalb. Also wenn eine Rotte krakeelender Jugendlicher nachts um 1 durch die Innenstadt zieht, mit Flaschen um sich wirft und krakeelt, in die Ecken kotzt und was auch immer, wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass ihr kontrolliert werdet. Ne, Freunde. So, was ich dazu sagen wollte. Ich habe dieses Messer komplett auseinandergeschraubt. Man denkt gar nicht, wie viele Einzelteile so ein Messer hat. Und einfach nur hier drinne sind so eine kleinen Plastikscheiben eingearbeitet, die sich natürlich mit der Zeit abnutzen. Die waren in der falschen Reihenfolge gewesen. Die Verriegelung hat einfach nicht gegriffen in diesen Pin, den man hier reindrückt, der übrigens auch hier drinnen federnd gelagert ist. Also die Anzahl der Unterlagsscheiben ein bisschen getauscht, alles auseinandergeschraubt, mühsam zusammengeschraubt. Es war nicht einfach. Jede von diesen vielen Schrauben hat auch ein bisschen Spiel. Wenn man die Backen zum Beispiel ein bisschen verdreht, verschiebt sich dieser Öffnungspin und er verkantet. Also mit viel Ruhe und Geduld, dann klappt es. Jedenfalls habe ich das Messer soweit wieder hergerichtet, dass wirklich die Sicherung jetzt wieder einwandfrei funktioniert, im offenen wie auch im geschlossenen Zustand. Zack, sicher. No? Nee, sicher ist immer nach vorne. Oh Mann, ey. Sichern ist immer nach vorne, ungesichert nach hinten. Das muss ich mir auch erst noch merken. Aber wie gesagt, ich renne ja auch nicht jeden Tag damit rum. Ne? Jetzt ist zum Beispiel gesichert. Meine Fresse. Und jetzt nach hinten, drücken, offen. So, wollte ich euch bloß mal so sagen, es ist nicht immer alles gleich kaputt, sondern dieser unterbezahlte Mindestlöhner von Chinese hat einfach nicht oft gepasst beim Zusammenschrauben dieses Teils. Und ich würde mal so sagen, ich habe bestimmt eine Stunde dran rumgebastelt und dieses Chinesenkind muss so ein Ding bestimmt innerhalb von einer Minute zusammenschrauben, ansonsten schafft er die Tagesnorm nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Spaß macht, wenn man 40.000 Dinger hier am Tag zusammenschrauben muss. Ne? Leute,
Und dann wird noch gejammert, dass so ein Ding 10 Euro kostet. Also ihr müsst auch mal ein bisschen die Relation sehen. Ja, als Zugabe, weil wir so schön eingekauft haben, gab es einen super modernen Fidget Spinner. Die Krone der Hightech-Schöpfung. Ihr könnt es vielleicht sehen, Leute, guckt euch mal dieses Kugellager hier drüben an. Das verdient gar nicht den Namen Kugellager. Das Kugellager lagert nämlich nicht, es ist fest. Es ist rostig. Siehst du es? Es ist rostig, es ist verkeimt. Hier drüben sind schon Oxidationsspuren dran. Ich weiß es nicht, ob das Kalkreste sind oder keine Ahnung. Also, das läuft in China unter Kugellager, Freunde. Also, das geht, ne? Also, das könnt ihr. Also, meine Fingerchen sind zu kurz. Da könnt ihr auch wedeln und das geht noch leichter. Also, das geht. In der Mitte des Kugellagers, naja. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden so ein Ding leiern muss. Also das geht. Aber wenn man es hinlegt, das hat auch eine leichte Unwucht drin, man merkt's. Oh, guck mal, ich bin ja der Künstler. Guck mal, ich wirbel das jetzt in die Luft und fange es mit einem Finger wieder auf. Na gut, es geht nicht. Früher konnte ich das bestimmt mal beim ersten Leben. Freunde. Also manche machen damit ja wilde Spielerchen, ich nicht. Ich könnte das vielleicht hier auf der Messerspitze tanzen lassen beim Drehen. Nein, machen wir jetzt nicht, Leute. Aber ich wollte nicht sagen, das wird dann als Zugabe spendiert. Hätte ich doch lieber einen Joint genommen als Zugabe, Freunde. Ja, ich weiß auch nicht. Natürlich nehmen wir keine Drogen. Wir haben das als Anschauungsobjekt, deswegen, oder als kleinen Witz, haben wir uns das jetzt schön behalten. Aber die Verpackung ist doch sehr nice. Schöne Grüße an Tony Hent. Den schauen wir bei uns sehr gerne. Okay. Freunde, sowas gibt es dann dazu. Guckt rein, bevor ihr ein Gratis-Angebot bekommt. Oder nehmt lieber ein Feuerzeug oder was weiß ich was. Jedenfalls für uns war der Tag schön. Es war günstig. Natürlich kaufen wir auch niemals nicht irgendwelche Polenböller. Das Zeug fetzt euch die Fingerchen ab. Seid vorsichtig, Freunde. Tschüss.